Buchfreunde, heute geht es mal um etwas Tuning. Und zwar möchte ich den Auspuff tauschen. Ich möchte jetzt hier mal einen Simson-Auspuff ausprobieren. Das ist hier ein gebrauchter, der nur noch gut für eine Ratte ist, aber der sollte auch funktionieren. Dafür habe ich mir schon für den Buch E50 einen passenden 28 mm Krümmer besorgt. Ja, das können wir jetzt noch mal auspacken. Diese Auspuffanlage, die ist übrigens mehrteilig, wie man deutlich sehen kann. Hier hinten das Dämpferstück, das kann man abnehmen zwecks Reinigung. Die Prallbleche, die sitzen ungefähr hier. Das heißt, es gibt einen relativ großen Resonanzraum. Das ist ja so übelst mitgenommen aussieht, dafür kann ich nichts, aber was soll's, ist ja auch zum Test gedacht. Hier gibt es auch eine schönere Schelle dafür, das ist so eine Schelle, wie sie typisch für die 1980er Jahre ist bei Simson. Nicht schön, aber funktioniert. Wie das aussieht, kann man sich hier an der S51 anschauen, vom Krümmer aus. Ja, zuckt ein bisschen. Und diese Schelle hier, die gibt es auch einzeln, die wird auch für Kerne hier für die Tuning-Freunde genommen, damit man nicht sieht, dass der Auspuff zusammengeschweißt ist. Die Schelle wird übrigens serienmäßig bei der Speibe meist verbaut, aber wegen der Optik sieht es halt besser aus. Das ist hier übrigens ein Nachbau MZA Auspuff. Und jetzt schauen wir uns die Halterung an, wie man hier sieht. Die Schelle, die das Endstück festhält, und das den Resonanzteil, die ist an eine Stange befestigt und die werden wir wahrscheinlich auch an der Buch brauchen, beziehungsweise an der Manet. Wenn wir mal hier kurz mal schauen, ja, da sieht man es, ist hier mittendrin. Mal sehen, warte, kann ich das Kabel nicht ziehen, das ist schade. Und wenn man das jetzt hier mal so kurz anlegt, so in Groben, mehr wie 2 cm darf man ja nicht einfühlen, ja, sieht man den großen Unterschied bei den Simson-Auspuffanlagen. Deswegen gibt es Schellen. Diese hier ist zum Beispiel, diese Schelle hier ist hier für die Schwalbe, glaube ich, oder für den Spatz. Dächtig, für irgendeinen Vogel war die. Aber wir werden die zweiteilige nehmen, wie sie hier liegt. Die habe ich hier nochmal neu da. Die passt auf alle Fälle. Oh, dass ich nicht so alles anfinde. Erstaunlich. Ja, beim Roller oder bei der Schwalbe müsste ja normalerweise das Endstück mit dieser Schelle festgemacht werden. Aber die ist etwas doof geraten, muss man dazu sagen. Daher ist mir diese zweiteilige Schelle tausendmal lieber. So, gut. Dann wollen wir mal frisch ans Werk machen. Dazu muss eins gesagt werden, Simson Motoren, die haben meist so etwa 4 PS mit Super E10. Also mit Super Kraftstoff wird ja heutzutage gefahren. Gut, machen wir das. So. Das kann man jetzt hier alles hier schön fleißig demontieren. Dann müssen wir uns noch eine lange Schraube suchen für da oben. Okay, so. Da muss ich dann anbauen und das vorgeben. Das ist ja aber nicht das Problem. Ja.
zweite Schraube unten. Das ist gut. Und schon ist das Ganze abgebaut. Und im Gegensatz zu der ist deutlich, übrigens deutlich schwerer, der Auspuff. Ja, und da tun wir uns dann leichter. Dann sehen wir das. Erst das Rohr anbauen, ganz passt. Da passt was nicht. Dann müssen wir uns was anderes bauen. Ja, die schöne Seite. Das soll ja angeblich an den. Kriegen wir gar nichts rein. Das ist ja doof. Da muss ich jetzt mal ganz kurz das Band stoppen. Es ist viel zu enge hier. Das kann man echt vergessen. Das stößt hier an die Schwinge an. Klar, hier, das ist normal. Was aber fies ist hier bei den angeblichen Original-Tuning-Krümmer. Das stößt hier an den Bolt-Deckel dran. Das muss auch nicht sein. Gut, jetzt machen wir mal einen ersten Probeversuch, ersten Start. So, gehst du rein, jetzt gehst du rein, ja, das ist schön. So, erstmal alles, was hier stört, weg. Ich jetzt noch mal nachbessern, weil das fällt dann zu sehr auf. Bei unserer obersten Rennleitung, die sind da nicht so sehr amused, wenn es da so knattert und knistert und keine Ahnung was ist. Ein bisschen könnte ich nachziehen. So, schauen wir mal. Ja, grausam ohne Ende. Sau, sau, sau. Das ist ja, das bringt ja absolut keine Punkte. Oh.
Ne, das ist ja wirklich grausam. Klingt zwar kernig, aber das muss ich mir nicht antun. Muss ich jetzt, was ist das Problem? Was ist es noch? Es drückt es oben raus, die Dichtung ist drinne. Muss ich die Löcher größer bohren, dass ich... die Schrauben größer kriege, keine Ahnung. Oder muss ich da... mehr Beilagscheiben nehmen. So einen alten Zylinder, da können wir doch die Auspuffdichtung mausen. Bestimmt. Ja. Ja, genau. So, Moment. Etwas Geduld, Leute. Das ist übrigens der Originale, der hat ganz lustige Überströmer. Da machen wir von dir noch die Dichtung. Sollte man zwar nicht, aber mir bleibt jetzt erstmal nichts anderes übrig. Ja, die ist festgebrannt, das ist das Problem. Ah. Die ist doch gar nicht rausgefallen, das ist ja das. So, hab's wieder fest. Neuer Versuch. Ich krieg's nicht dichter, das ist Mist. Aber das ist ja ein Versuch. Wir lassen das jetzt mit dem Vergaser. Erstmal Handy, erstmal das Telefon beenden. Da gibt es hier so ganz lustige Apps. Hier, die nennt sich Digital Hut. Kann man aufmachen. Das ist ein kleiner GPS-Tacher. So, wenn er sobald wie er das Signal gefunden hat, seinen Satelliten, dann zeigt er Satelliten an, zeigt er hier deine Maximalgeschwindigkeit, deine Durchschnitts- und was deine augenblickliche. Warte mal, so länger drücken, reset, yes. So, jetzt haben wir resettet. Ich schnapp mir mal Lord Helmchen und komme dann gleich wieder. So. Das ist jetzt hier die Maximalgeschwindigkeit, die ich jetzt gemessen habe, was mit dieser wunderschönen App zu erreichen ist.
es geht auch schon, es geht auch deutlich was, also gibt es nichts zu meckern, aber ich krieg's halt gerade nicht dicht. Ja, macht nicht alles gut. So. So, in der Zwischenzeit habe ich den Originalauspuff wieder angeschraubt. Ja, jetzt probieren wir mal den schnell mal aus. Das ist ja wesentlich. Ja. Also der knattert da, wo er knattern soll. Hinten raus und nicht nach vorne. Ja, halt. Kann man auch wieder eine Probefahrt machen. Lege ich meinen Helm an. So. So, jetzt haben wir den ganzen Spaß wieder resettiert. Fahren wir mal eine kleine Runde. Dann schauen wir mal, was da der Unterschied ist. So, auf alle Fälle brauche ich Sauerstoffdämmung. Na gut. Gut, Resümee der Geschichte, ja, der Geschwindigkeitsvorsprung, der ist nicht allzu viel, im Tacho zeigt er zwar ein bisschen mehr an, aber das ist halt so beim Tacho. Lautstärke ist dafür maximal bei den, ja, schön wäre es, aber es bringt nichts, wenn ich den vorne nicht dichte kriege, weil dann habe ich auch keinen richtigen Rückstoß und gar nichts. Ja, also richtigen Rückstau und die Resonanz und so. Der reagiert zwar besser auf den Gas, aber das war dann auch alles. Ja, und viele Unpässlichkeiten, das ist auch nicht so das Wahre, wenn man es genau nimmt. Der Auspuff, der stößt überall an, der Krümmer, der passt nicht richtig um den Bohrraddeckel. Also ich würde es nicht unbedingt empfehlen, sowas zu machen. Es war halt mal ein netter Versuch. Machen wir das Ding hier aus.